Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche hatte ich euch ja von der neuen Wed-Kampagne Femme Fatale erzählt. Und ein weiteres Geheimnis der Femme Fatale ist natürlich die seidenglatte Haut. Deswegen geht es heute, wups, an die Beine. Und das ist sehr schön, weil passend zum Frühling und Sommer wollen wir unsere Beine auch natürlich wieder zeigen. Es gibt natürlich viele verschiedene Methoden einer Haarentfernung und Wed bietet da einige Produkte. Es gibt zum Beispiel die Enthaarungscreme und ich muss gestehen, dass das die erste Haarentfernungsmethode für mich persönlich war. Allerdings bin ich nicht dabei geblieben, aber das macht ja nichts. Man findet so im Laufe der Jahre dann das, was zu einem am besten passt. Für verschiedene Hauttypen gibt es das passende Produkt, also auch wenn ihr sensible Haut habt, so wie ich. Also ich neige schon eher dazu, dass ich so ein paar Pickelchen oder so bekomme. Und dann gibt es natürlich noch das Heißwachs, das wir nachher ausprobieren werden. Für mich ja das erste Mal. Touched for the very first time. Aber wirklich das erste Mal. Ich war schon immer gespannt, wie das ist mit Wachs, weil ich habe auch von euch schon oft gehört, dass es die beste Methode ist, einfach lange von seinen Haaren befreit zu sein. Und zwar hält es bis zu 4 Wochen und das ist sehr geil. Und die nachwachsenden Härchen fühlen sich ganz fein an, also keine Stoppeln oder sowas. So, dann probieren wir das mal aus. Hier von Wed das Easy Wax. Das ist ein elektronisches Warmwachs-Roll-On-System. Und ich bin ja noch eine Wachsjungfrau und habe schön gezüchtet. Deswegen jetzt mal schnell loslegen, damit ich auch mal seidenglatte Haut habe. Wie wär's damit? Ich packe das jetzt mal aus mit euch zusammen, um zu sehen, was da alles so drin ist. Das ist einmal das drin, das ist das Warmwachs-Heizgerät mit dazugehörigem Deckel, Halterung für das Gerät. Genau, einmal so. Kann man öffnen, sieht schon mal cool aus, okay. Sieht mal cool. Und ist halt wie so ein Epiliergerät, ne? Genau, und hier ist das die Halterung. Dann kann man das wohl so aufstellen, damit es auch sicher dann steht. Die Gebrauchsanweisung, ganz wichtig natürlich, die werde ich mir gleich gründlich durchlesen, damit ich auch keine Fehler mache. Dann habe ich hier 2 Packungen Fließstreifen sind das, jeweils 12 Stück drin. 4 Pflegetücher, Netzteil natürlich, weil es ja elektronisch ist und hier ist das Wachs, 50 ml Wachspatrone. So, als erstes ziehen wir den Deckel ab und dann stecken wir die Patrone rein. So lange, bis sie einrastet, richtig? Jetzt Stromkabel rein und Netzteil in die Steckdose stecken. Hier ist jetzt ein rotes Licht aufgeleuchtet, das bedeutet, dass es jetzt aufheizt und das Wachs flüssig macht. Das dauert ca. 30 Minuten. Nach 30 Minuten kann man mal testen, auf einem Blatt Papier kann man mal drüber rollen, ob das Wachs schon flüssig ist. Ansonsten vielleicht nochmal 5 bis 10 Minuten länger aufheizen lassen. 30 Minuten sind rum, das Gerät hat sich erwärmt und wir machen jetzt den Test. So steht es auch in der Gebrauchsanweisung, dass ich einfach ein Blatt Papier nehme und dann mal abrolle. Wenn es sich gleichmäßig verteilen lässt, warte mal, okay, wenn nicht, dann soll man einfach noch mal ein bisschen länger, obwohl doch, jetzt kommt's. Das riecht gut. Man kann den Stecker drin lassen, es reguliert dann nochmal die Temperatur. Ich mache es jetzt aber raus, weil das jetzt einfacher ist zu filmen. Kann man auch machen und dann bleibt es 15 Minuten lang bei der Temperatur. Dann kann man es einfach wieder reinstecken. Bei den Beinen sollte man eben von Knie zum Knöcheln streichen. Und zwar in Haarwuchsrichtung. Das heißt, ich mache das jetzt, also ich kann jetzt nicht so viel reden, weil ich das dann direkt mache. Danach kommt nämlich direkt dann der Fließstreifen drauf. Bisschen hier auslassen, also nicht zu weit und dann kann ich wieder reden. Also probieren wir das mal hier aus. So. Drauf. Dann jetzt einfach so flach drücken. Und jetzt kann man dann abreißen in die entgegengesetzte Richtung und möglichst in einem Ruck und möglichst schnell und möglichst nah an der Haut. Also so, nicht zu weit hochziehen oder sowas, sondern einfach nur so. So die Theorie. Sehen wir jetzt, wie es in der Praxis ist. Die Haut noch so ein bisschen straff ziehen, damit es nicht so arg schmerzt oder so. 1, 2, 3. Ach, das tut gar nicht weh. Oh mein Gott. Guckt, warte. So. Tada. Bisschen ekelhaft, gell? Sorry. Ja, erstes Mal. Fertig. Man kann die Fließteile übrigens nochmals verwenden, also nicht
gleich das nächste nehmen, sondern einfach weitermachen, bis es dann nicht mehr geht. So stand es dann. Ich mache jetzt mal weiter. Also einfach nur so runterziehen. Das sieht voll gut aus. Gefällt mir. Es gibt zwar ein paar Wachsreste, aber dafür ist dann eben, sind dann die notwendig. Das sind diese Pflegetücher. Da ist wohl ein bisschen das ölhaltig. Also man kann auch, das stand in der Verpackung, falls die nicht mehr ausreichen sollen, einfach Babyöl verwenden. Cool, oder? Es ist sehr schön ergonomisch geformt, man kann es sehr schön halten. Mir ist auch aufgefallen, dass es viel gründlicher und viel einfacher als das Epilieren geht, weil es wirklich jedes Haar nimmt. Also das Wachs umschließt ja oder klebt sich auf jedes Haar und das wird sicher mitgenommen. Es bleibt nicht noch übrig, über Epilieren muss man immer wieder auf dieselbe Stelle und so. Echt cool. Also ich habe jetzt so, man sieht ein paar rote Stellen. Stand aber auch, dass es normal ist, weil es ja klar ist, dass die Haut jetzt etwas, jetzt ein bisschen gereizt wirkt. Das ist einfach eine natürliche Reaktion. Man kann da entgegenwirken mit kaltem Wasser. Jetzt. Also hier ist so ein Pflegetuch, ist halt sehr ölig, wie ich schon gesagt habe. Und dann kann man einfach drüber gehen, um die ganzen Wachsreste vielleicht noch wegzuwischen. Man kann auch damit über das Gerät fahren, weil ich habe gemerkt, dass es jetzt auch ein bisschen eingesaut ist von mir. Leute, und jetzt noch beim Wed Femme Fatale Gewinnspiel machen. Da könnt ihr ja ein Wochenende in Paris gewinnen. Und dazu müsst ihr nur auf die wedfemmefatale.de Website gehen und euer Selfie hochladen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Ihr könnt also über Facebook ein Foto hochladen oder halt direkt ein Foto auswählen. Ich mache das jetzt direkt hier so. So, das kann man jetzt nochmal ein bisschen positionieren, wie ihr das haben möchtet. So, das ist jetzt das Bild, was ihr ausgewählt habt. Und jetzt könnt ihr wie bei Instagram eure Filter auswählen. Wir haben hier einmal die Chloe. So sieht es aus mit Chloe. Dann die Isabelle. Das ist cool. Die Nicole und die Simone. Oder Simone. Ich nehme, das ist immer eine schwierige Entscheidung, gell? Ich bin auch mal 1000 Jahre dabei, mit dem passenden Filter auszusuchen. Aber ich nehme Nicole. Jetzt einfach auf Weiter klicken. Dann füllt ihr eure Daten aus und dann einfach auf Registrieren und fertig. So sieht es dann aus. Und wenn ihr noch weitere Styling-Vorschläge zum perfekten Femme Fatale-Look sucht, dann schaut euch unbedingt noch mein erstes Video dazu an. Das verlinke ich euch hier. Dort schminke ich euch einen tollen Femme Fatale-Look. Also schaut da unbedingt rein und dann auf jeden Fall Selfie machen und beim Gewinnspiel mitmachen und gewinnen. Und wir sehen uns dann vielleicht hoffentlich in Paris. Ich freue mich so sehr. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.